Und jetzt ist sie hier bei uns, Alita Wiegand, die Gründerin der Initiative. Sie hatten heute auch einen Termin in der Bäckerei. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks war da. Die kämpft ja auch vehement gegen Plastiktüten. Trauen Sie ihr da nicht über den Weg, weil sie zu wenig tut? Oder warum haben Sie die Initiative gegründet? Also wir haben uns erstmal sehr gefreut, dass Frau Hendricks heute in Düsseldorf war, unsere Initiative quasi registriert hat. Aber natürlich ist es schwierig. Also es geht ja immer um das Verbot. Und nachdem wir gemerkt haben, von der Politik können wir da nichts erwarten. Also werden wir selbst aktiv und gucken halt, wie schaffen wir das, Menschen zu begeistern. Und dann eben nicht mit einem Zeigefinger, sondern uns geht es darum, so ein bisschen mit dem Schmunzeleffekt. Deswegen haben wir es auch genannt, ich bin ein Verhüterli, Plastiktüten verhüten. Und wir appellieren einfach an Bürgerinnen und Bürger. Dass Sie jetzt bei einer Biobäckerei da offene Türen einrennen, das kann man sich fast denken. Wo haben Sie denn Schwierigkeiten? Also wo müssen Sie viel Überzeugungsarbeit leisten? Also wir merken in einzelnen Stadtteilen, dass es da sehr positiv ist. Es gibt andere, wo wir mitbekommen, okay, da ist das Bewusstsein noch nicht da, das Umweltbewusstsein. Großes Problem sind für uns Metzgereien, Fleischereien, Märkte sind ein Problem. Und dann gibt es natürlich noch die kleinen, wo man so gar nicht dran denkt. Reinigungen, wenn Sie was aus der Reinigung holen können, Sie immer diesen Plastiküberzug. Das war früher nicht so, bei meiner Oma wurde das noch eingepackt in Papier. Und das ist ein Problem. Und dann gibt es noch ein anderes Problem, das sind tatsächlich die Hundekotbeutel. Da denkt man auch nicht dran. Da ist in Düsseldorf jede Menge Hundebesitzer, die natürlich auch Plastiktüten verwenden. Man muss auch ein Stichwort nennen, das ist die Papiertüte. Auch auf Ihrer Webseite sieht man viele der Händler, die teilnehmen, die sind zu sehen mit einem Foto mit einer Papiertüte. Nun ist die ökologisch kaum besser. Warum muss man die verwenden oder sollte man da auch lieber drauf verzichten? Wir haben gesagt, wir möchten erstmal anfangen, um mit Händlern, Einzelhändlern ins Gespräch zu kommen, um einfach das Bewusstsein zu schärfen. Wir wissen, dass es keine Alternative ist. Die Papiertüte ist von der Umweltbelastung genauso schlimm. Und jetzt sind wir in diesem Stadium, wo wir mitbekommen, es geht darum, dass wir wirklich, so wie wir gerade in dem Film gesehen haben, appellieren, bringt euren eigenen Beutel mit. Es ist unsere Welt. Wir möchten, dass diese Welt erhalten bleibt für die nachfolgende Generation. Und da hat jeder ein Stück Verantwortung. Jeder kann selbst sich daran erinnern, zu sagen, ich gehe einfach mit meinem eigenen Beutel einkaufen. Genau, also Sie müssen ja nicht nur Händler, sondern auch die Kunden überzeugen. Hoffentlich gelingt Ihnen das. Sie haben auch die Unterstützung der Stadt. Vielen Dank, Frau Wiegand, dass Sie heute bei uns waren. Danke Ihnen. Und von der Umwelt kommen wir zur Natur. Es geht raus ins Grüne. Im März war der Reihenhausgarten von Julia Mich und Michael Kaltenbach.